Moin, Herr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Golferwitze. Ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Araber sitzen zusammen und unterhalten sich. Sagt der Amerikaner: Ich habe vier Söhne, noch einen, dann habe ich eine Basketballmannschaft. Sagt der Deutsche: Ich habe 10 Söhne, noch einen und ich habe eine Fußballmannschaft. Sagt der Araber: Ich habe 17 Frauen, noch einen und ich habe einen Golfplatz. Ein Geschäftsmann reißt in einer japanischen Disco eine hübsche Japanerin auf. Später im Hotel sind die beiden schwer zugange, wobei sie immer brüllt: Heiter, heiter! Er denkt sich, dass er wirklich ein klasse Kerl ist, wenn er es ihr ordentlich besorgt. Am nächsten Tag spielt er mit seinem japanischen Geschäftspartner Golf und dem Japaner gelingt ein klasse Schlag. Um den Japaner zu beeindrucken, versucht er dem Geschäftsmann sein frisch erworbenes Japanisch an den Mann zu bringen und sagt: Heiter! Darauf der Japaner: Was heißt hier falsches Loch? Walter, Erich und Fritz spielen jeden Sonntagmorgen eine Runde Golf. Sie wollen auch am Muttertag spielen, wissen aber nicht, ob sie wirklich dürfen und sind aber dann überrascht, dass tatsächlich alle drei da sind. Walter erzählt: Ich habe meiner Frau ein Dutzend rote Rosen geschenkt. Da war sie so erfreut, dass ich gehen durfte. Erich sagt: Ich habe meiner Frau einen Brillantring geschenkt. War also auch kein Problem, dass ich herkommen konnte. Fritz sagt: Ich bin heute Morgen wach geworden, war noch ganz verschlafen und ungewaschen, habe mich zu meiner Frau rübergebeugt und gesagt: Golfspiel oder Bettspiel? Da ist sie aufgestanden und hat mir freiwillig die Golfsachen rausgelegt. Das war's für heute. Macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.